Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, ein alter Weggefährte der Linken, Karl Marx, sagt, ich zitiere, in weniger Zeit, die der Gesellschaft bedarf, um Weizen, Vieh etc. zu produzieren, desto mehr Zeit gewinnt sie zu anderer Produktion, materieller und geistiger. Wie bei einem einzelnen Individuum hängt die Allseitigkeit ihrer Entwicklung, ihres Genusses und ihrer Tätigkeit von Zeitersparnis ab. Ökonomie der Zeit, darin löst sich schließlich alle Ökonomie auf. Zitat Ende von Karl Marx. Warum diese Erkenntnis zu Beginn einer Konferenz Initiative für ein neues Normalarbeitsverhältnis der Rosa-Luxemburg-Stiftung? Wenn das, was heute diskutiert, analysiert und erarbeitet wird im Laufe des Tages, im Kern mit der Frage der Ökonomie der Zeit zu tun hat. In diesem Sinne von Marx und Rosa Luxemburg, für deren Stiftung ich Sie hier alle sehr herzlich begrüße. Ich begrüße insbesondere Annelie Bundenbach, zuständig beim DGB-Bundesvorstand für Sozialpolitik und für die gute Arbeit. Ich begrüße Nicole, die neue alte Chefin des SOFI in Göttingen. Nicole arbeitet viel mit uns zusammen. Und natürlich begrüße ich sehr herzlich einen unserer linken Vorsitzenden, den Bernd Rixinger, der dieses Konzept auch erarbeitet hat für das neue Sozialarbeitsverhältnis. Zeitfragen sind Machtfragen. Und Kämpfe um Zeit sind Klassenkämpfe zwischen Kapital und Arbeit. Das war beim 8-Stunden-Tag so, das war 1984 beim Kampf um die 35-Stunden-Woche so und auch beim letzten Streik der IG Metall-Beschäftigten um mehr Zeitsouveränität ging es um die Frage, wer bestimmt unsere Zeit? Unsere Rosa-Luxemburg-Stiftung hat sich immer wieder mit der Zeitfrage beschäftigt. Ich erinnere an heftige Diskussionen, der Stefan Kroll ist, glaube ich, hier im Raum, an heftige Diskussionen, 30-Stunden-Woche für alle oder zum Beispiel von Frigga Haug, die 4-in-1-Perspektive, die versucht, nicht nur die Arbeitszeit, sondern das ganze Leben in den Blick zu nehmen. Auch heute will die Rosa-Luxemburg-Stiftung einen Raum schaffen für Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, für Bündnispartnerinnen, um eine Initiative für ein neues Normalarbeitsverhältnis mit auf den Weg zu bringen. Was verstanden wir früher unter Normalarbeitsverhältnis? Ich sage das als alte Gewerkschafterin. Wir verstanden darunter, das war erstens der 8-Stunden-Tag unter den Bedingungen der 35-Stunden-Woche, war es der 7-Stunden-Tag, zweitens ein unbefristetes Arbeitsverhältnis und drittens ein Lohn, der zum Leben und für eine lebenswerte Rente reichte. Das war überschaubar und bezogen auf die Kämpfe um kürzere Arbeitszeiten, um mehr Geld, auch mobilisierbar. Die neue Unübersichtlichkeit der Arbeitsverhältnisse, zunehmende Prekarität, wir werden den ganzen Tag darüber arbeiten, fehlende Tarifbindung und der dauerhafte Versuch der Kapitalseite, nicht nur die Arbeitsproduktivität zu erhöhen, sondern auch den Arbeitstag zu verlängern,
aktuell der Angriff auf den 8-Stunden-Tag im Arbeitszeitgesetz. Machen es schwer, einen gemeinsamen Punkt für die notwendige Entwicklung von Kampagnen und Kämpfen zu verorten. Das Konzept von Rixinger und Becker für ein neues Normalarbeitsverhältnis kommt relativ harmlos des Weges, ist aber sehr anspruchsvoll und enthält etwas von dem, was wir früher systemspringende Reformen genannt haben. Und es ist nicht einfach zu verstehen. Da wird eine Mindestarbeitszeit, der Bernd wird darüber berichten, von 22 Stunden gefordert und gleichzeitig eine radikale Arbeitszeitverkürzung auf etwa 30 Stunden, wie es in den bekannten Umfragen der IG Metall auf großen Konsens gestoßen ist. Genau besehen fordert das Konzept eine ziemlich deutliche Umstrukturierung der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik und der Arbeitszeitpolitik auf politischer und tarifpolitischer Ebene. Auch wenn das Konzept so aussieht, als würde es ein paar sozial- und arbeitsmarktpolitische Forderungen stellen, wäre das ein, wenn wir es durchsetzen können, was wir hoffentlich können, wäre es ein relativ drastischer Umbau des Sozialstaates und der gesamten Arbeitsmarktpolitik. Es setzt voraus, dieses Konzept, ein breites gesellschaftliches und kampfbereites Bündnis, weswegen wir heute hier auch sind. Denn, wie sagt man, die Idee muss die Massen ergreifen. Es ist vielfältig, es ist kompliziert. Rosa Luxemburg hat dafür in ihrer bekannten Schrift Massenstreik, Partei und Gewerkschaften einige ganz gute Ideen entwickelt. Sie ist ja unsere heimliche Gastgeberin heute. Sie setzt im Gegensatz zu den Gewerkschaftsführungen damals im Jahre 1906, die vehement vertreten, ich zitiere, wir sind noch nicht so weit, wir müssen erst besser organisiert sein, Zitat, sie setzt dagegen auf eine Dialektik zwischen Bewegung und Organisation. In der Bewegung, zum Beispiel im Streik, wächst die Organisation, entwickeln sich die Menschen und stärken damit wiederum die Bewegung. Diese Dialektik habe ich selbst als aktive Gewerkschafterin oft erlebt und wir konnten sie in den vergangenen Tarifrunden im öffentlichen Dienst und in der IG Metall erleben, auf jeden Fall betrachten und analysieren. Nicht nur die Forderung für ein neues Normalarbeitsverhältnis, auch das wird heute diskutiert, ist die Frage für uns, wie entwickeln wir gemeinsam in einem breiten gesellschaftlichen Bündnis eine Bewegung, die diese Forderung trägt, unterstützt und gesellschaftlich handlungs- und mobilisierbar macht. In diesem Sinne wünsche ich unserer Konferenz einen inhaltlich aufklärenden und vor allem einen kämpferischen Erfolg, der uns weiter voranbringt.